Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich von Arctic was zur Verfügung gestellt bekommen. Das hatte ich gesehen und hatte so eigentlich gar nicht auf meinem Schirm. Und dachte, das ist ja richtig, richtig geil. Und zwar das Z1 3D. Das ist eine Halterung für einen Monitor. Dadurch kommt halt Platz auf den Tisch, weil man den Monitor nicht auf dem Tisch hat. Die gibt es aber auch mit 2 Armen, mit 3 Armen, mit 4 Armen. Gibt es ganz viele. Ich packe euch die Webseite mal unten drunter und ich packe euch den Amazon-Link unten drunter. Dann könnt ihr mal gucken. Die haben noch ganz, ganz viele andere, auch verschiedene Preisklassen und so. Voll toll. Ich weiß nicht, ob ich es bei mir hinkriege, dran zu machen, weil ich habe vergessen, dass mein Tisch, mein PC-Tisch, also der jetzige PC-Tisch, da habe ich nur so eine dünne Kante. Weil da ist ja noch unten so Holz davor und ich will ja erst einen neuen Tisch kaufen. Weil jetzt kommt ja noch die Wasserkühlung und so. Deswegen staut sich das alles. Und dieser Arm ist geeignet von 13 bis 38 Zoll. 8 Kilo, also tragbar bis 8 Kilo, 17,6 Lips. Und Vesa 75-100. Keine Ahnung, ich denke mal, das ist der Schraubensatz. So, 2 Jahre Garantie, so wie es aussieht. Ja, hier habe ich unsere. Hier steht auch die Webseite arctic.ac. Wer sich das hier scannen will, ich halte das mal kurz still. Müsste man vielleicht eine Videopause machen und dann könnt ihr das scannen. So. Und jetzt kommen wir mal zur Rückseite. Oh Gottes Willen. Da seht ihr das. Und was halt richtig geil ist, weswegen ich überhaupt gedacht habe, weil wir haben hier vorne dreimal USB 3.0. Einer geht dann von hinten am PC und dadurch habe ich vorne direkt 3 USB mit einer vernünftigen Geschwindigkeit und muss halt nicht ein Kabel und extra so ein Verlängerungs, ist alles schön kompakt. Auch für Kabelmanagement ist hier gedacht, dass das halt alles vernünftig weggeht und nicht auf dem Tisch rumliegt. So. Und jetzt werde ich sagen, wir packen das einfach mal aus. Oh, so ja, 4. 4 Ports USB 3.0. Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, macOS und Linux. Kabel 2 Meter sogar, das ist sehr geil. Weil nicht, dass es zu kurz ist, weil der PC ein bisschen weiter weg steht oder so. 2 Meter ist das schon echt klasse. Strom hat da dran, so wie es aussieht. So, Input, Adapter, Output, Kabellänge 2 Meter, also 110 bis 240 Volt, AC 50 bis 60 Hertz, Material Aluminium, Alloy, ADC12. Bis 8 Kilo, ich muss auch sagen, wiegt 3 Kilo, ja. Es wiegt 3 Kilo, also es ist wirklich eine Hausnummer, was das wiegt. Und hier vorne haben wir das dann nochmal dran. Also richtig verbauen. Wir werden das erstmal provisorisch am Essenstisch anbauen hier, also an meinem Unboxingstisch, Essenstisch. Da könnt ihr euch dann schon mal so einen ersten Einblick machen. Ja, und da so viel Platz ist da und ich habe da nicht so viel Platz. Vielleicht kann man es auch anschrauben, so wie es aussieht. Mach ich ein Loch durch. So, ich richte euch jetzt erstmal nach unten. Ich habe schon mal kurzzeitig geluckert, also kurz mal aufgehabt. Ich habe dazu dann halt noch Aufkleber gekriegt. Also das ist der Z1-3D EU, steht da noch hinten in Klammer. Und dann habe ich 3 Aufkleber gekriegt, also 4 Aufkleber gekriegt. Hier zweimal die Größe. Und zweimal die Größe. So. Und das ganze Konzept fand ich echt gut und ich fand von Arctic jetzt halt toll vom Design her. Das werdet ihr aber auch gleich sehen. Sag mal, ich muss das hier so falsch rum, so rum. Wie gesagt, 3 Kilo. So. Dann haben wir hier erstmal Z1 3D English Manual. Also das ist ein englisches Heft. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir auch dann nochmal so einen Code. Vielleicht könnt ihr den dann so besser abscannen. Ich halte den nochmal kurz hin.
Entschuldigung, dass ich wackel. Und dann happy oder not happy. Und dann haben wir hier praktisch die englische Anleitung. Ist da vielleicht auch eine deutsche mit bei? Aber brauchen wir nicht. Die ist ja selbsterklärend. Und selbst hier ist so ein Tisch abgebildet mit so Holzkante wie bei mir. Also könnte es vielleicht doch passen. Sieht halt jedenfalls ganz toll aus. Und hier ist halt auch ein Netzteil mit bei. Die Halterung, Schrauben, Diffus. Das werden wir uns jetzt alle mal ganz genau angucken. Wie gesagt, Anleitung in Englisch. Kann ich euch ja nochmal zeigen. Vielleicht ist ja unten runter noch eine deutsche versteckt. Aber da steht ganz wenig Text. Also ich zeige euch das mal. Also da ist eigentlich scheiße, ja, ob es in Englisch ist oder in Deutsch. Weil das ist so gut erklärt, wie ihr da was zusammenbaut mit jedem einzelnen Bild. Also von daher ist eigentlich das vollkommen egal. So, dann haben wir hier einmal so einen Arm. Dann haben wir hier so ein Schraubenpaket. Macht das mal ein bisschen zusammen, damit das nicht gleich den ganzen Tisch belegt hier. Dann haben wir hier die Platten mit einem Imbus. Dann haben wir hier was, das ist ein, oh Gott. Aua, oh, jetzt habe ich mir ein Messer in die Hand gerammt, na toll. Die ganze Zeit rede ich davon, irgendwann wird es mal passieren und jetzt ist es passiert, naja. Das ist halt die Stange mit dem Gewinde. Und oben hat sie halt einen Verschluss, logischerweise. Und die ist halt so, praktisch wird die dann angeschraubt und darauf bewegt sich dieses ganze Ding. Das heißt, man kann halt von der Höhe variieren und so und man kann es halt schwenken. So, machen wir erstmal die Kartons. Wir packen gleich weiter aus. Ich mache nur jetzt erstmal hier ein bisschen freier. So. Dann haben wir hier die Halterung. Oh, die sieht auch sehr gut aus. Von der Größe her. Im Gegensatz zu anderen, die ein bisschen klein sind oder ein bisschen zu groß sind. Wie zum Beispiel die Wandhalterung von Digitus, die ich mir geholt habe. Für meinen Samsung Curve, um den an die Wand oben zu kriegen. Da ist das viel, viel größer, wo du daran schraubst und da passt das wegen der Kabel nicht. Da musste ich ein bisschen was umändern. Das zeige ich euch in dem nächsten Video. Hier ist wirklich exakt wirklich, dass es wirklich nur hinten da ist, wo man schraubt und nicht großartig drüber hängt. Finde ich toll. So, dann haben wir. Ah, hier ist die Tischhalterung. So, das ist die Tischhalterung. Massig Platz, also so kommt das praktisch dann ran. Ja, von, auch eine große Schraube hier unten. Also falsche Richtung. Schraub gerade mal nach unten, dass ihr das so ein bisschen seht. Also die Schraube ist schön groß. Also auch für dicke Hände gut geeignet. So. So, und dann könnt ihr praktisch ganz nach unten schrauben, wenn ihr halt eine richtig dicke Platte habt, was ich nicht habe. Bei mir reicht das ja so aus. Und das ist alles massives Metall. Also nicht irgendwie Gusseisen, irgendein Scheiß, was wegbricht. Hatte ich auch schon Halterungen für Mikrofone, wo dann hier nachgegeben hat und sowas alles. Das ist wirklich richtig, 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 richtig massiv und schwer. Ah, hier haben wir dann das Netzteil. Kann man ja auch mal aus der Tüte packen. Das ist dieses. Und das wird dann halt oben angeschlossen. Warum Netzteil? Ganz einfach. Für den Standfuß, der jetzt hier, denke ich mal, drin ist. Das werde ich euch jetzt auch gleich als nächstes zeigen.
damit der mit Strom versorgt werden kann. Achso, hätte ich auch oben aufmachen können, ah, ich Idiot. So, dann packen wir auch mal schnell aus. So, das ist jetzt sozusagen der Standfuß. Also könnt ihr, den zeige ich euch nachher im Hardware-Video noch genauer. Und wir bauen das auch noch komplett zusammen. Da haben wir jetzt hier unten dreimal USB und einmal ist hier oben. Ja, und die gehen dann hier rein. Hier haben wir ein schön 2 Meter Kabel, was sehr dick ist, was ich sehr gut finde, sehr gut verarbeitet. Auch hier ist mit Metall. Finde ich saugut. Hier das Logo. Ich finde es ja immer gut, wenn man was holt und Logo ist, dann sollte das schon irgendwo sein, dass man, auch nicht nur, weil ich vergesslich bin, wenn einer fragt, na, wo hast du das her, sage ich hier, Arktik. Nee, auch so. Und da kommt dann halt hier hinten, wo kommt der Strom? Hier, doch hier hinten, glaube ich. Da kommt der Strom ran. Allein deswegen, dass praktisch über den einen USB, den wir am PC hängen, dass noch ein bisschen Strom zugefügt wird, dass hier keine Leistungsabbrüche sind, dass man wirklich auf jedem USB die 3.0 Geschwindigkeit zur Verfügung hat. So. Also, das ist jetzt das nächste Teil. Das ist der Arm. So, und der sieht wirklich stylisch aus. Also, das ist der Arm. Der kommt dann hier so praktisch in das Gelenk rein. Also in die Metallstange, die ich hier euch schon gezeigt habe. Und dann kann man jetzt halt schlecht machen, weil der nicht fest ist, kann man das halt hoch runter machen. Und wir können halt das ganze Ding können wir auch bewegen, drehen. Und haben wir hier auch eine Schraube mit bei. Und hier oben kommt dann nochmal ein Aufsatz drauf. Aber alleine vom Stylischen ist nicht nur so ein einfacher Metallarm. Ihr seht ja, hier ist dann halt noch Plastik. Ein bisschen gummiert, dass man das ein bisschen ziehen kann. Dass man ein bisschen Grip hat. Hier unten. Achso, das ist nur Verzierung. So. So, und da haben wir dann halt noch diesen Arm. Da kommt, denke ich mal, nee, das kommt da nicht ran. Das kommt da ran. Der ist, für was ist denn der? Gute Frage, für was der ist. Ach so. Das kommt dann so, denke ich mal. So. Und dadurch kann man das dann halt so machen. Hier kann man drehen. Hoch, runter kann man machen bei dem Ding. Oder das halt zur Seite und das nach vorne oder so. Wir werden das im nächsten Video auch mal komplett zusammenbauen. Im Hardware-Video. Und dann werden wir mal genau nach der Anleitung gehen und ihr werdet sehen, wie kinderleicht das eigentlich ist, das zusammenzubauen. So, jetzt gucken wir uns aber noch die letzten Teile an. So, das ist dann halt, machen wir mal nach vorne. Das ist halt das, wo der Bildschirm rankommt. Sollte eigentlich für viele Bildschirme ausreichen von den Löchern her. Und wie gesagt, der ist ja von der Größe von, habe ich jetzt irgendwo von 26 bis 8. Hier seht ihr das auch, wie das denn schwenkbar ist. Hoch, runter, links, rechts und so was, alles Strom. Ja, die Größe habe ich jetzt hier nicht im Kopf. Das muss hier vorne drauf stehen. Habe ich ja vorhin gesagt. Achso, von 13 bis 38 Zoll. Und mein größter Monitor, den ich auf dem Tisch habe, ist ein 32 Zoll, der da auch eigentlich ran soll. Von daher ist Platz. So, dann haben wir hier. Die werde ich jetzt aber in diesem Video noch nicht auspacken. Weil da sind zu viele Kleinteile drin, die nehme ich dann raus. Da ist auch eine Schraube mit Feder, logischerweise, um ein bisschen Druck zu machen. Hier, das kommt unten ran, hier so Schrauben. Das ist gar nicht so viel Einzelteile. Das mache ich aber jetzt noch nicht, weil das mache ich erst im Aufbauvideo. Dann kann ich mir das hier, jeweils aus der Tüte rausnehmen. Da ist auch nochmal zwei Imbusse.
Und die lasse ich auch noch drinne. Das nehme ich dann in dem Video halt dementsprechend raus. Achso, hier steht nämlich auch die Webseite, also Manual kann man auch in Deutsch. Da ist halt da der Code dafür da. Dann könnt ihr, glaube ich, auch in Deutsch anklicken. Online, aber das Ding ist so super erklärt. Also ich denke nicht, dass da irgendwelche Probleme aufkommen werden. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, das war's für das Unboxing. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, weil viele haben wieder gefragt nach einem Unboxing. Das war jetzt ein größeres Unboxing, weil wirklich extrem viele Sachen hier mit dranhängen. Ich gucke gerade mal wegen Strom. Ne, Strom ist hier auf der Seite, oder? Ach, ich habe euch was Falsches gesagt. Der Strom kommt nicht da hinten ran, da kommt wahrscheinlich eine Schraube ran. Der kommt da in die Seite rein. Da. Entschuldigung. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr habt euch über das Unboxing gefreut, weil viele haben sich ein Unboxing wieder gewünscht. Ich werde jetzt im Anschluss gleich das Hardware-Video mit euch zusammen machen, also beziehungsweise aufnehmen, und ihr könnt euch das dann angucken, wo wir den kompletten einfach mal aufbauen werden und hier an dem Tisch befestigen werden. Jo, dann ein Däumchen wert, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal würde ich dann sagen, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.